Andere Raumschiffe oder so. Die wollen bei Standalone die Insel Utes quasi in Gennaros integrieren, dass es vor der Küste existiert. Das ist witzig. Das ist echt witzig. Das ist eine Da verdammt gute sollen. Idee. Da soll ein Gefängnis drauf oder so ein Scheiß, genau. Ich hätte gehofft, dass sie neue Maps machen und also ein Geschiss. Nicht die alten jetzt noch weiterverwenden. Hallo, die verdienen jetzt Geld damit, die sollen mal richtig was Neues machen. Na gut, wichtig ist halt, dass es rausbringt. Ja. Weniger labern, wenn man. Aber auch in gut halt, also. Ich weiß ja nicht, wie kompliziert das ist. Das ist bestimmt mega kompliziert. Ich will auch nicht sagen, dass ich es besser kann, aber. In der Theorie bräuchte das ein Upgrade. Das Ding ist, dass die Sachen, die so fehlen, um DayZ einfach besser zu machen, meiner Meinung nach ja gar nicht so dramatisch sein können. Weiß nicht. Wichtigste ist einfach, dass die Zombie-AI wesentlich besser wird. Und diese ganze Delay-Geschiss raus ist.
Oh mein Gott. Bitte? Saints Row 4 soll dieses Jahr noch rauskommen. Nein. Ja! Ich hoffe, dass das endlich mal nicht krüppelig wird. Bisher war ja alles. Was? Saints Row 3 war Gott. Nein, das hat mir nicht gefallen. Die Teile davor waren auch alle super, super geile Koop-Games. Ja, aber wenn ich ein Spiel habe, was zu 90% aus Autos besteht, die fahren. Macht mich das für meinen Teil wütend. Ach, das dritte. Ich hatte überhaupt gar nichts an dem Spiel auszusetzen. Echt? War einfach super, ja. Ja, das war halt bei 3 Tage Koop durchzocken und mehr erwartet man bei dem Game ja nicht. Ja, klar. Wir werden dir das. Haben wir total irgendwie gedacht, super geile Mission. Da kam es nicht drauf an, dass ich da die super Fahrphysik hab, ey. Das war ein Trash-Game. Das war ein Trash-Game, mein Gott. Ich fand das schon. Ich meine, hallo, du hast ja riesige fliegende Jets und dies, das mit Laser und Pew und. Dildo-Waffen, das kannst du nicht ernst nehmen, dann eine ordentliche Physik zu bekommen. Also das ist, widerspricht sich alles. Wäre mir auch keine 50 Euro wert, aber das ist es mir nie, von daher. Aber ich finde, jeder, der mal Bock hat auf ein paar Tage Koop, kann da ruhig zocken, also so. Hm. Nee, schlecht war's ja nicht. Die Ideen waren auch sehr gut. Freue mich nur auf, wie gesagt, 2, 3, 4 Tage Koop-Fun und lustige Missionen und jetzt können sie Saints Row 3 mit mehr Missionen machen. Thank you.
Gefahrphysik wird in GTA 5 in 1000 Jahren zuständig sein. Was? Gefahrphysik wird in GTA 5 in 1000 Jahren zuständig sein. Okay. Bin mal gespannt. Das dauert ja leider noch unendlich Millionen Jahre, bis wir das spielen dürfen. Hat sich da was verschoben, oder? Ich hab gar nicht. Nee, PC-Version unangekündigt weiterhin. Es kommt bald raus irgendwann, aber PC nichts. Vielleicht auch nie. Echt? Yep. Schreck. Ja, war ja schon immer so, dass PC-Version ein Jahr lang, ein Jahr später oder so rauskam. Wird es jetzt bestimmt auch wieder sein, wenn überhaupt. Bislang, letzte News, die gewesen hat, sogar immer, dass noch gar nicht so viel gesagt wurde, ob überhaupt, und sich alle sehr bedeckt halten. Wäre ziemlich schade. Ja, das Spiel war nämlich episch. Ja, es gibt auch keinen Grund, dass es in den PC rauskommt, weil es wird über den Verkaufscharts anführen und es ist schwachsinnig, das nicht zu machen. Da gibt einfach überhaupt keinen Sinn, weil es nicht zu machen. Aber, ja. Weil das sieht schon jetzt so gut aus und wenn dann da noch wieder ein bisschen gemoddet wird von der Community, dann sieht das lange Zeit wieder wie das beste Game überhaupt aus. Na gut, aber teilweise sind die PC-Gamer ja selbst schuld, weil, wie es schon üblich ist, Singleplayer-Spiele, für die wird nicht mehr bezahlt. Das ist das gleiche wie mit der Musik. Ja, gut. Dann könnten sie ja einen schönen Koop einbauen und schon sieht das anders aus. Für Koop sieht es leider nicht anders aus. Manche kriegen es hin. Hier, Dingens, konnten wir noch nicht Koop spielen. Was? Ja, es ist eine Game hier. Fuck, ich kann nicht Koop spielen bis jetzt. Irgendwie haben die es ja hingekriegt, dass es nicht funktioniert. Was? Nicht schlecht. Ja. Aber wir wollten doch mal die Koop-Kampagne spielen. Ah, stimmt. Stimmt, da war ich sogar auch dabei, ne? Und da hatte ich noch gemeint, ah, lustig, ich krieg das die Tage. Ja. Darauf haben wir gewartet und dann wurde es kaputt gepatcht. Ja. Ah, tut mir leid. Damit war ja nicht zu rechnen. Ja. Ja, keine Ahnung, ich glaube, aber ein Titel wie GTA wird sich trotzdem verkaufen. Eigentlich, jeden, den ich kenne, der eine Konsole hat, hat das Ding sowieso gecrackt und lädt sich den Scheiß runter. Aber, ja, du kannst dich dir ja quasi auf Xbox kaufen, dann. Also runterladen. Hattest du nicht eine Xbox gerade gecrackt oder so? Schön. Hast du nicht deine Xbox gerade gecrackt? Nee. Ich hab mir ein Originalspiel gekauft. Aber hast du mir doch erzählt, du wolltest das machen, oder nicht? Ja, aber dann hab ich ein Originalspiel gekauft. Weil, ich sag mal, auf der Xbox gibt's genau ein Spiel, was ich mag. Und das ist immer... Also, Kampfquatsch. Hast du mal nicht gemacht, dann kannst du nämlich jetzt kein GTA 5 zocken. So sieht's nämlich aus. Ich würde niemals ein Spiel, wo eine Waffe drin vorkommt, auf eine Konsole zocken. Ich bin da so am Helden. Ich ergebe mich. Hast ja recht. Aber ich habe GTA für die PlayStation 2. Also GTA 2. Da habe ich das auch gespielt, ja. War scheiße. Nicht schlecht.